Hallo meine Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dieses Video hier wird ein Doppelvlog. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, denn morgen starten wir direkt mit ein bisschen frischen Salat und ein paar frischen Möhrchen für die Kaninchen. Das geben wir denen jetzt, denn die haben wieder richtig großen Hunger. Wie ihr seht, stürzten die beiden sich richtig aufs Fressen. Sei es ihnen gegönnt, denn abends, wie gesagt, bekommen die ja immer nur Trockenfutter und deswegen ist der Hunger sehr groß, wenn ich am Morgen zu den Kaninchen hingehe. Die beiden Mamis lassen sich das jetzt erstmal genüsslich schmecken und wir schauen direkt am Anfang ins kleine Nestchen von der Milli rein, denn dieser Video wird über 2 Tage lang gehen und ihr bekommt 2-mal eine Nestkontrolle. Fangen wir an bei der Milli. Ihre Babys sind jetzt 9 Tage alt und die werden jeden Tag schöner und schöner und süßer und süßer. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Schaut einfach mal selber. Die Farbe, das süße Kaninchen ist einfach nur, oh, am liebsten würde ich alle behalten. Ihr bestimmt auch, oder? Das ist auf jeden Fall von Milli, ihrem Babys, mein Lieblingsbaby. Obwohl ich jetzt gar nichts mehr sagen kann, denn schaut euch mal bitte dieses Baby hier an. Das ist doch einfach zuckersüß und wie es auf meiner Hand liegt. Oh, so süß, ich könnte das aufessen. Schaut mal die süße Nase, wie sie sich bewegt. Die weißen Babys sind natürlich auch super mega süß. Da kann man auch nichts zu sagen. Alle Babys sind süß. Am liebsten würde ich alle behalten. Welches ist denn euer Lieblingsbaby? Die heutige Nestkontrolle bei der Milli war wieder ein super Hit und ich bin gespannt, wie es morgen bei ihr aussieht. Jetzt aber zurück zu den Mamis. So sieht es momentan im Gehege aus und wie ihr vielleicht feststellen könnt, hat die liebe Milky auch den PVC-Boden ein bisschen ruiniert. Das war aber eigentlich schon zu schätzen, denn sie macht wirklich immer alles kaputt. Ich lege jetzt noch ein bisschen frisches Heu in die Toilette. Und dann gucken wir uns auch direkt Milky ihre Babys an. So sehen Milky ihre Babys aus. Super Entwicklung. Hier ist Milky ihr süßestes Baby, was wir überhaupt hatten. In den 3 Würfen, die sie schon mal bekommen hat, ist einfach dieses Baby umwerfend. Ich hatte noch nie so ein hübsches Baby gesehen. Schaut euch mal das Baby an. Das ist einfach nur zuckersüß. Wie ihr euch das schon denken könnt, finde ich jedes Baby einfach umwerfend. Wir geben den Kaninchen jetzt erstmal direkt ein bisschen frisches Kale und auch noch ein bisschen frisches Sellerie. Meine Kinder wollten mir heute auch helfen. Das finde ich immer sehr schön, wenn ich meine Kinder mit einbeziehen kann. Dann füttern die immer den Max aus der Hand und das ist auch super schön für den Max zu sehen, dass mich hier keiner wehtun möchte. Ganz im Gegenteil. Wir mögen ihn und wir schätzen ihn auch sehr, auch wenn er alleine im Käfig ist. Trotzdem verbringen wir sehr viel Zeit mit ihm, auch wenn ihr es momentan in den Videos nicht so häufig seht. Aber wir verbringen wirklich sehr viel Zeit mit dem Max. Gerade meine Kinder sind wirklich beide fasziniert von dem Maxi. Und wir füttern ihn jetzt noch eine Weile und dann gehen wir auch direkt rüber zu den Mädels, denn die warten auch schon. Ich lege dem Max jetzt noch ein bisschen Kale dahin, damit er das später in Ruhe fressen kann. Und den Rest geben wir jetzt an der Milli und der Milky ab. Milky macht hier schon Männchen und möchte unbedingt was essen. Sie hat immer sehr großen Hunger, obwohl sie so oft am Tag gefüttert wird. Aber jetzt darf sie natürlich wieder essen und es scheint ihr sehr, sehr gut zu schmecken. Denn am Anfang mochte sie Sellerie überhaupt nicht, aber jetzt ist sie ein großer Fan davon, was auch sehr, sehr gut ist. Und wie ihr auch in meinen Videos seht, bekommen die Kaninchen wirklich tagsüber nur Gemüse von mir. Ich war jetzt eben schon bei Milky und Milli und mein Sohn sitzt immer noch hier bei Max und füttert ihn. Max, seine Schale ist immer voll mit Pellets, denn er ist wirklich ein sehr, sehr langsamer Esser. Deswegen ist sein Essen fast nie leer. Ich habe heute Haferflocken für die Kaninchen mal wieder gekauft und das schütte ich jetzt einfach in das Trockenfutter und mische das. Denn wie ihr selber auch seht, ist mehr Haferflocken als Trockenfutter hier drin. Und das ist auch nur deswegen so, damit die Kaninchen guten Fettvorrat haben. Denn meine Kaninchen werden ja momentan auch gestillt. Da brauchen die Mütter sehr viel Fettvorrat. Und deswegen bekommen meine Kaninchen nur das Beste von mir. Und das läuft bei uns eigentlich sehr gut.
Jetzt beende ich diesen Tag, aber für euch geht das Video noch weiter, denn morgen filme ich auch noch den ganzen Tag und dann kommt das Video erst am 6.5. für euch online. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der 5.5. und ich gebe den Kaninchen jetzt erstmal direkt ein bisschen Frischfutter, denn die beiden warten schon. In der Schüssel seht ihr, dass da noch ein bisschen Haferflocken von gestern Abend drin liegen. Ich lege denen das jetzt einfach hier hin, damit die das in Ruhe erstmal fressen können. Und wenn die dann gut beschäftigt sind, können wir uns dann auch rüber auf den Weg machen, die Nestkontrollen zu erledigen. Meine Lieben, ich wollte euch nochmal aufmerksam machen, dass viele von euch mich noch nicht abonniert haben und trotzdem regelmäßig meine Videos schauen. Ihr könnt diesen Kanal hier kostenlos abonnieren. Ihr könnt mir auch einen Daumen hoch lassen, das würde mich sehr freuen. Dann weiß ich nämlich, dass euch diese Videos sehr gut gefallen und ich werde dann mich bemühen, noch mehr für euch hochzuladen. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, schaut doch bitte einfach die Werbung. Das ist nur eine Bitte. Ihr müsst es natürlich nicht machen. Doch wenn ihr das macht, dann werdet ihr mich auf jeden Fall damit unterstützen. Einmal hier ein Dankeschön von mir. Und die beiden sind hier jetzt beschäftigt. Deswegen gehen wir jetzt direkt rüber und machen bei der lieben Millie die Nestkontrolle. Denn ihre Babys sind jetzt schon 10 Tage alt. Und hier sind wir schon beim Nest und deswegen gucken wir direkt mal rein, wie es den kleinen Babys heute so geht. Die Entwicklung ist wieder bei den Umwerfen, wie schnell sich so kleine Babys entwickeln. Und schaut euch mal bitte an, bei dem grauen Baby, da sieht man sogar die Zähnchen, wenn es hier so schläft. Total süß. Das musste ich euch einfach mal ranzoomen und zeigen. Alle Babys haben sich wirklich richtig süß eingemurmelt und ich fand es ein bisschen traurig, dass ich die jetzt so hochnehme, weil die so richtig süß geschlafen haben. Schaut euch aber mal an, wie schön die Farben von den Kaninchen sind. Wirklich umwerfend, einfach nur zuckersüß. Das graue, silberne ist auch wunderschön und die weißen, die glänzen auch richtig. Also alle sind topfit, super gut entwickelt und ja. Es macht wirklich so einen großen Spaß, jeden Morgen hierher zu kommen und sich dann die Babys einmal anzugucken, wie die sich entwickeln. Das ist der absolute Wahnsinn. Diese Art von Videos kommen auch sehr, sehr gut bei euch an. Das kann ich aber auch total verstehen, denn wer möchte nicht jeden Tag so süße Kaninchenbabys angucken? Die Nestkontrolle vom Tag 10 war wieder sehr erfolgreich, deswegen machen wir das Nestchen zu und hüpfen jetzt zur Milky, ihrem Nest. Da sind wir auch schon, ihre Babys sind jetzt 7 Tage alt und ich kann euch wirklich vergewissern, ich habe bis jetzt noch nie so ein hübsches Kaninchenbaby gesehen, wie die Milky diesmal auf die Welt gebracht hat. Und ich bin so traurig, dass dieses hier schon ein neues Zuhause gefunden hat und ich bereue es ehrlich gesagt auch schon ein bisschen, aber wenn ich einmal Ja sage, dann bin ich nicht so eine, die dann später Nein sagt, denn die Leute freuen sich auch sehr auf das Baby. Auf jeden Fall hätte ich mir lieber ein bisschen Zeit gelassen, um mich dann zu entscheiden. Schaut euch einfach mal an, wie süß das ist und ich bin richtig neidisch. Bei diesen Kaninchen, das würde ich am liebsten selber behalten. Das ist so wunderschön. Ich liebe es. Ein weißen Bauch, der weiße Punkt auf der Stirn und diese Stupsnase, ein Traum. Die weißen Babys sind natürlich auch super süß und alle sind total knuffig. Ich bin wirklich total begeistert von der Entwicklung. 7 Tage und die sind so groß geworden und das Fell, das schimmert richtig. Total zuckersüß und die kleine pinke Nase nicht zu vergessen. Bevor wir aber alle jetzt Diabetes bekommen bei diesem großen Zuckerschock hier, beende ich lieber das heutige Video, meine Lieben, und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen, eure Kaninchenbande. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss grüße ich nochmal die liebe Julia Kaninchen. Danke für deinen lieben Kommentar und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein. Tschüss!